Willkommen bei der Coast Guard, bei der Küstenwache, und wir sind uns ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das eine Simulation ist oder ob das eher ein storygetriebenes Spiel ist. Deshalb wissen wir noch nicht genau, auf welchem Kanal ihr das sehen werdet, auf dem GameTube oder dem GameTube-Simulator-Kanal. In jedem Fall hört ihr hier Martin Lee. Hallo. Und meine Wenigkeit. Christian Schneider. Wir schauen uns das Spiel an, wissen da nicht viel drüber, also wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich finde aber, das Menü sieht halt schon sehr simulatormäßig aus, so typisch irgendwie. Ja, aber wir haben nur mal die erste Minute angeguckt und das ging anders los, als es in jedem anderen von diesen Simulatorspielen losging, die wir hier gespielt haben. Von daher. Das Menü sieht so simulatormäßig aus, der Anfang nicht so. Wir gucken einfach mal rein und dann wird es auf einem der Kanäle landen. Ihr werdet ja merken, wo es dann ist. Mal schauen. Was das für ein Spiel ist. Daniel Defoe. Cool. Willem heißt der doch. Ja, aber schöner Name für ein Boot. Okay, es geht gleich mit Tragik los. Meinem besten Freund kann ich nicht mehr trauen. Allein macht er sein eigenes Ding, okay. Weil das sieht nicht nach einer normalen Simulation aus, ne? Das haben wir kurz besprochen. Das jetzt gleich vor allem, das sieht eher aus wie Amnesia gleich. Der Anfang, also diese Szene gleich am Anfang. Ich so, wir wissen Amnesia, das könnte halt so sein. You've lost your mind. You idiot, turn around this minute. Yes, I am. We're a team. We're a team. What are you doing here? This is private property. I can't hold on any longer. It's so high. Christ. Ich glaube, das wird großes Kino werden. Interessant, sagen wir es so. Wir haben eben halt, um den Sound einzustellen, halt kurz da reingeschaltet, weil wir abstimmen müssen, wie laut ist das Spiel, wie laut sind unsere Stimmen, damit das gut zusammen... Dass das alles so hingehauen hat. Mal schauen. Ich glaube schon. Und das sieht halt wieder sehr simulatormäßig aus, oder? Hier, auf hoher See, 10 Stunden zuvor. Wir wissen jetzt aber schon, es wird Dramatisches passieren. You can't order me around, Coleman. Don't try to follow me. This is going to have consequences. That is a really bad idea. Also wir machen hier unser eigenes Ding. This is the radio. I use it to contact headquarters. Er ist hier wahrscheinlich Finn. I have more important stuff to do right now. I need to secure that ship. Okay, wahrscheinlich hier hinten das. So, mit den Cursor-Tasten kannst du steuern. Die Steuerelemente kannst du auch mit der Maus bedienen anscheinend. Das ist dann die Hebel. Ah, okay. Kann ich einzeln die Motoren steuern. Ach, schau mal, da hinten ist unser Mutterschiff mehr oder weniger. Hier kann ich rein und auszoomen. Tschüss. Das sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Also schön detaillierte Modelle. Es hat immer diesen Modell-Auto-Charme, finde ich, bei diesen Sachen. Das ist nicht immer total niedlich. So wie vor diesen Matchbox-Autos hat, aber die detaillierteren ein bisschen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Logbuch. Laufender Einsatz. Ich muss Fatima finden. Koste es, was es wolle. Auf meiner Minimap kann ich sehen, wo das Schiff liegt, das sie entführt hat. Schön, dass er so in sein Tagebuch reinschreibt. Natürlich. Schreibe ich auch mal. Muss dem grünen Pfeil dorthin folgen. Ich bin mir sicher, dummerweise gibt es keinen grünen Pfeil auf der. Da stand doch gerade grüner Pfeil, oder? Ich muss dem grünen Pfeil dorthin folgen. Wir sind erklären uns das Spiel gerade wahrscheinlich. Hier kann man den Radar-Bereich aufklären. Und achso, so richtet man den nach Norden aus. Wahrscheinlich, ob du halt das relativ, also ob genau, du mal Norden ob hast. Ob er mitdrehen soll oder ob es relativ ist. Ich nehme das aber mal so. Du machst immer ganz schön viel. Das hier schon immer Tipps. Oben ist die Option Kamera. Kannst du erst unter Perspektiven schalten. Achso, ich wollte da schnell hin. Ich habe mich so unter Zeitdruck empfunden. Das hatte ich gar nicht gesehen. Ein Schiff oder auf einer bestimmten Strecke. Also hier mit den F-Tasten kannst du es komplett durchschalten, auch wenn du es halt nicht per Maus machen möchtest. Kannst auch ach, guck F1 mal. Bis F12 sind alles Perspektiven. Man muss manchmal nur die richtige Perspektive auf was haben. Ach schade, hier drin kann man dummerweise mit der rechten Maustaste das nicht sich umschauen. Das ist ja auch, oder auch hier kannst du hier was, kannst du die... Ah, das ist ja was ich immer lobe und immer gut finde bei Simulatoren, wenn man halt dann so eine Art Cockpit hat und die Sachen dann irgendwie auch manuell bedienen kann. So auf die Knöpfe drücken, die Hebel bewegen, das nicht immer toll bei den Simulatoren. Und gute Simulatoren machen das. Ah, tatsächlich, kann das drehen. Das finde ich jetzt schon gut. Oh, was mag das hier sein? Es ist so, halt, das ist im Boot. Das ist ein bisschen
dunkel hier drin, oder? Kommt hier nur gerade nicht viel Licht rein in das Schiff? Ja. Das ist ein bisschen schade, dass man sich nicht frei umschauen kann. Also stimmt, das fände ich immer ganz cool. Das, dann könnte man sich schon mal mit VR spielen. Oh, warte mal. Tut. Das war das Licht. Hier hatte ich aber gerade, hier hatte ich Licht. Das ist also zumindest das Außenlicht, oder? Warte, ich schalte mal kurz nach außen. Ja, das ist cool. Geil. Ich mache jetzt natürlich wieder, wie immer, alles irgendwie mittendrin, anstatt also das Tutorial einfach mal zu machen. Und ja, ist aber, man ist doch so aufgeregt, wenn man ein neues Spiel hat. Wir mischen das mal. Warte mal, so. Ich mache das Licht hier oben an. Was mag das sein? Muss von außen gucken. Ja, warte mal, ich mach's an. Dann jetzt müsste es an sein, oder? Habe ich das Licht hier oben angemacht? Nee, das war schon. Aber die Außenlichter, vielleicht links die Positionslichter. Positionslichter, das kann sein. Das mag ich, aber das ist immer ganz gut, finde ich, wenn es... Ja, es sind Positionslichter, geil. Bei manchen ist es dann noch zu kurz, wenn du so lange drüber bleibst, so wie so eine Art Tooltip kriegst. Das ist manchmal noch ganz hilfreich wenigstens, ja, mit dem Tastaturkürzel. Es gibt nämlich in den Optionen keine Taste für... This is the radio. Oh, I use it to contact das ist ja geil, man... Das ist ja cool, wenn man hier aufs Funkgerät draufdrückt, dann kommt das tatsächlich. Hätte es aber, wenn das bei allen sagen würde. Das wäre halt super. Das hier ist die Lampe, wenn ich was lesen muss. Vielleicht machen wir sonst einfach mal das Tutorial. Ja, oder ich wollte die nur kurz anmachen. Was ist denn das letzte hier? Kannst du nicht klicken? Ach, scheiß drauf. Ach, egal. Also unten ist das Suchgebiet und wir sollen dem Pfeil folgen. Vielleicht nicht dem grünen Pfeil, aber nur noch einen anderen. Schau mal, Pfeil. Er steht hier schon und will sich schon ins Wasser stürzen. So schlimm ist es nur auch wieder nicht mit uns. Okay. Man kann sich in den Perspektiven immer nicht umschauen. Ja, da stellt er sich hier komischerweise so an die Seite, wahrscheinlich um Leute dann später zu retten. Wir sollen das Boot fahren jetzt. Ja, jetzt fahren wir ja dahin. Das ist ja witzig, dass er sofort mit der Perspektive auch die Position ändert. Da kommen bestimmt dann Aufgaben. So. Die Musik ist auch voll dramatisch, oder? Total. So. God of War-Style. Fast. Kratos! Just you wait. I have you now. Er hat auch voll die Einstellung! Der reißt der Fatima bestimmt Kopf ab. So was wie Kratos. Nein, aber Kratos ist doch auch immer so. Ich muss da jetzt irgendwie hin und jemandem helfen und kurz danach bringt er ihn dann um. Jetzt rettet er ihn. Natürlich. Mit seinen eigenen Gedärmen. So. You again? I'm not giving up. You kidnapped my Fatima, our ship's engineer. Wir abhauen. Ben, listen to your colleagues. You have no idea how dangerous they are. Well, I'm about to find out. I'm going on deck. We'll see about that. Der sieht ja aus wie der Joker. So ein bisschen. So. Von der Gesichtsfarbe her. Die versuchen abzuhauen hier. Genau, wir sollen dem fliehenden Schiff hinterherfahren und die Besatzung stellen. Ich bin schon voll auf Anschlag. Oh, wieder hinten. Sehr dramatisch. Ja, so voll der Western hier. Find's ein bisschen geil. Oh. Wow, jetzt. Was machen Sie denn jetzt? Ja, die haben einen Ölteppich gelegt, ne? Ja. Oh, das ist ja krass. Let's see how well you handle it. Das ist ja cool. Damn it. Coleman, Larry, that nutjob is setting fire to the oil slick by the oil rig wreck. You have to get over here with the Defoe and get that fire under control. Why don't you just listen to me for once? I can't lose these traffickers. They kidnapped our engineer. I have to get on that deck. Das ist ja total geil. Du darfst das Schiff nicht verlieren, aber du darfst dich auch nicht anzünden. Ich wollte mich auch nicht anzünden. Das ist ja super. Das wird total geil. Ein cooler Start. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Ich auch nicht. Wow, jetzt zählst du aber auf. Jetzt zünden sie gerade nichts mehr. Da vorne sind so ein paar Ölteppiche, wie es aussieht, oder? Ja. Das bereiten schon. Ah, schau mal, da muss man dann aufpassen. Gleich geht's da wieder los. Gleich zünden sie an. Ja, so, ich fahre hier so durch. Zack, da brennt's schon wieder. Man sieht gar nicht, dass jetzt irgendwie die Feuerpfeile. Would you just finally turn around? Turn around. Vor allem zündet er sich auch selber zwischendurch immer noch an, ne? Oh, jetzt bist du zu nah dran gewesen. Wie geschimpft, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich da zu nah dran war. Keine Ahnung. Ich muss jetzt halt außen rum. Ja, fahr nicht zu nah dran vorbei. Das Feuer sieht ein bisschen scheiße aus. Nicht durchs Feuer fahren. Ja, danke. Okay. Das haben wir schon was gedacht. Warum sind das doch Quatsch, dass die so schnell sind und so wendig im Vergleich zu uns. Oh ja, weißt du, was die für einen Power-Motor da drin haben. Ich merke schon. Guck mal, was da für Kurven werden in dem Boot. Ja. Ah, ich find's voll cool. Warte, ich versuche mal, ob ich den Weg abschneiden kann. Weil der dreht da so ein, genau. Get out of here. Put the fire out and leave us alone. I'll let my colleagues put out the fire.
You, on the other hand, are mine. Van Nathan Drake hier. So. Oh man! This guy's like a rash. You can't shake him. Come on, guys. Time to get invisible. Oh geil. Invisible. What do they mean? Invisible? Are they going to try to escape? Vielleicht unsere Tarnvorrichtung. Who cares? I'm heading over to you and getting on. In Wirklichkeit sind das Klingonen. Das ist super. Was ist das denn? You're not tricking me again. I know you're here somewhere. Der ist schon begeistert. So. Finn hat die Schnauze voll und fällt alleine auf das merkwürdige Geisterschiff. Dort angekommen, setzt seine Erinnerung aus. Oh, das ist super. Das ist ja Gold. Was? Kannst du das selber? Ja, ja. Wo ist die Firewatch, wenn man es immer braucht? Das ist ja super. Eintragen. Was ist das denn? Das ist notiert. Dafür machen wir einen neuen Kanal auf. What happened? Why? Why is it so dark? I have to get a light on. Mit eins kannst du die Taschenlampe an den ausmachen. Oh, geil. What the hell? Logbucheinträge haben wir auch. What kind of place is this? Think, man, think. Damn it. Why can't I remember? I have to get out of here. Gar nicht so blöd, sogar dynamische Schatten drin. Guck mal ins Logbuch. Da gucke ich. Was übrigens, ich gucke gleich ins Logbuch, was total komisch ist. Jetzt ist mit WASD-Steuerung. Ich hätte auch das blöde Boot auch mit WASD steuern können. Aber so, das ging mit den Pfeiltasten. Stand das schon Pfeiltasten. Wie mache ich denn das Logbuch auf? Weiß ich nicht. Hier unten rechts mit der Maus? Ich drücke L. Kannst du irgendwie dann die Maus anmachen? So, nee. Ist zum Schock nicht. Nee. Nee. Okay, aktueller Eintrag. Was ist das? Eine Fabrik? Der Boden bewegt sich. Ich sehe immer noch zu wenig. Ich muss für Strom sorgen. Okay. Also müssen wir noch Strom. Ich weiß überhaupt nicht, was ich an diesem Spiel halten soll. Bin ich so, jetzt hier. Drücke linke Steuerungstaste zum Ducken. Ah, okay. Cool. Ich finde das aber ehrlich gesagt das ist ein Hammer. Cool. Ja, ich, das Witzige jetzt habe ich einen Hammer. A hammer. Rechts unten haben wir unser Inventar. I think I'll hang on to this. Mit der rechten Maustaste kannst du das. Kannst du den. Doch, das habe ich doch gemacht. Ah, kannst, okay, geht doch. Schau mal, ich kann sogar die Lampe beeinflussen. Kannst du auf den Rucksack voll klicken? Geil. Vor allem haben wir noch keine Pistole. Ja, warten Sie ab, meine Damen und Herren. Warten Sie ab. Ich bin jetzt schon begeistert von dem Spiel. Ich hatte das ja damals in der Monatsvorschau drin und hatte mich da schon so ein bisschen gewundert, so von wegen, ja, auch an Land gehen und so ja, Mordfälle und sowas klären. Ja. Die Tür ist total verkeilt, da geht nichts mehr. Wir müssen also unten durchbücken. Man ist jetzt am Anfang total verwirrt. Das sah wirklich aus, diese mit dem Schiff, so simulatormäßig, original. Mhm. Und jetzt ist das was völlig anderes. Vielleicht ist es einfach zwei Spiele in einem. Suche die Benzinpumpe, ist jetzt die Mission. Dann haben wir wieder Strom. Das könnte halt auch ein bisschen horrormäßig sein. Ist auch noch mit drin. Ja. Alles. Ich finde es ganz witzig, wie die Taschenlampe so ein bisschen nachzieht. Das könnte auch ein bisschen nerven, aber so, es hat irgendwie was. Es hat eine gewisse Dynamik. Hast du wieder Strom? Wo mag die sein? Ich weiß, wenn auch ein bisschen Sachen aufsammeln hier. Ist das eine Zeitung? News. Coast Guard Family has grown. Ach, schau mal, das ist bestimmt die Fatima. Bestimmt. Ja, kein Wunder, dass er die retten will. Meinst du, da geht was? Ja, spätestens dann danach, wenn wir sie gerettet haben. Aber holla. Hast du Kingsman gesehen? Stehe drauf. Oh, die Szene ist so geil am Ende mit der schwedischen Prinzessin. Der ganze Film ist der Hammer. Rein. Der ganze Film ist der Hammer. Super geil. Und wie sie es halt verarschen, so dieses, also es ist einfach so ein guter, ich hab da ehrlich gesagt gedacht, dass der schlimm ist, weil das so, weil ich gedacht hätte, der ist so bemüht. Nee, überhaupt aber nicht. Aber gar nicht. Also so witzig gewesen, so geil. Und so leichtfüßig dabei. Ja, gerade wenn man auch, man hat noch mal mehr davon, wenn man halt so ein bisschen noch diese James Bond Filme und das Ganze, wie die funktionieren. Schau mal, hier ist was. Das ist super. Fällt mir gerade ein, der Fatima. Irgendein alter Luftkompressor. Vielleicht, wenn Strom geht erst, ne? Momentan wissen wir nicht, was wir damit machen sollen. Später vielleicht. Immer noch die Benzinpumpe ist dafür. Naja. Das sieht ja irgendwie so aus, als dürfte hier gar nichts mehr funktionieren. Das ist ein Geisterschiff auch. Das stimmt. Die jetzt unsichtbar sind. Oh, schau mal hier. Stromgenerator. There seems to be a power generator with a fuel pump standing here. Maybe it'll help me finally to get some light going here. Maybe this hammer will help.
Ah, du musst ihn bestimmt anhämmern. Was? So, hier steht, eben war da eine Hilfe nochmal, wie das genau funktioniert. Klick nochmal, dann sag das, glaube ich, nochmal. Warte mal. Mach irgendwie ein bisschen Quatsch, dann kommt das hier. Mancher muss Inventar gegen den Raum anwenden. Ziehe das Objekt auf die Stelle im Raum. Ah. Und die Maus, also drück die rechte Maustaste. Kannst du irgendwie nochmal mit der rechten? Und jetzt ist irgendwie rüber. Ziehen. Ein Hammer. Also scheinbar soll den irgendwie in den Raum ziehen. Ich versuch's ja. Hä? Das ist ja komisch. Nach links ging's nicht, ne? Ja. Weil er das wahrscheinlich im Inventar verschieben möchte. Ja, aber das ist, ne? Da ist nicht nach links, was nach oben raus. Ja. Kannst du näher rangehen jetzt nochmal? Okay, versuch's nochmal. Genau, jetzt könnte es gehen, wo die Hand auch da war. Ah, okay. Finally some light in here. Where the hell am I? Das ist ja super umständlich und super. Think, Finn. Have I been here before? I have to take a look around. Maybe I'll find some objects that will jog my memory a bit. Irgendwie ist das. Ich find's super. So abstrus. Ich find's so geil. Irgendwie. Ich find's total geil. So, das ist ganz. Wir müssen mal was suchen, was unsere Erinnerung auf die Sprünge hilft. Näher untersuchen. Das ich wette, so da findet man jetzt die Zeitung. So abstrus und so komisch irgendwie. Aber ich find's geil. Was ein seltsamer. Ja? Was ein Spiel, was auch auf so eine komische Art erst seltsam. Was ist denn das jetzt? War. Aber schnell durch, bevor die Tür wieder zugeht. Dessen Qualität das Spiel nicht erreichen wird, war es Cryostasis. Das ja, war auch ganz ja, clunky. Ja, ja. Ach, hast du es auch gespielt? Ich habe es auch gespielt. Ach cool, weil ich hatte das mit Michi. Ich habe Michi ewig bearbeitet, dass wir das mal spielen, cool, weil er mir nicht glauben wollte, dass das geil ist. Ja, und das hat auch, du bist auch so unsicher, was ist das für ein Spiel, so wie funktioniert es genau und ist auch so clunky und so die Mechanik ein bisschen komisch. Ne? Alles aber super, es war toll. Es gibt übrigens auf dem GameTube-Kanal, habe ich mit Michi zusammen gespielt und es ist toll. Cryostasis. Also wenn ihr irgendwie so ein... Ach schau mal, jetzt kann man hier die Zeitung lesen, ja? Weil es hell genug ist. Die Frau in diesem Newspaper-Clip. Ich kenne sie. Ich kann die Operation, wo ich sie erst getroffen habe. Oh, eine Rückblende. Geil. Best Game of the Week. Und dabei gab es diese Best Woche schon Heliborn. So, was hier? Ein wirklich netter Kerl. Wer noch? Nee. Der Mats. Der Bescheid vor allem. Und noch Flüchtling ist auch noch mit dabei. Alles. Alles in dem Spiel. Alles. Daniel Defoe, this is MSC. Daniel Defoe, this is MSC. Over. This is Daniel Defoe. What's up, Jessica? An oil tanker just reported an overcrowded and smoking ship. We're guessing it's a transport ship carrying refugees. Maybe it's dealing with engine failure. That doesn't sound good, Finn. Should we take a look? Of course we should, but you know, we're undermanned. Now would be the time when an engineer would be really helpful. Yeah, well, there's no changing the facts. Mads isn't here. Yep. There's no use, Coleman. We have to take care of it. Thank you, MSC. We're on our way. Thanks, guys. We'll send you over the coordinates as soon as possible. Geil. Ey, es ist so geil. Ich habe keine Ahnung, was wir in diesem Spiel halten, was der Hammer. Ich find's super. Also schon allein, dass wir jetzt hier so das Mutterschiff dann auch haben. Sieht total putzig aus wieder. Was? So schöne Farben irgendwie. Ja, ja. Ich mag den ganzen Stil, mit dem Orange und dem Blau. Hier, wir müssen sofort zum Havaristen fahren. Also irgendwo ist das Schiff in Seenot. Da vorne wahrscheinlich. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge fahren wir da mal hin. Genau. Gucken uns das an. Ah, oh, super. Vielleicht laden wir die Folgen auch abwechselnd. Diese Folgen auf den GameTube-Simulator-Kanal hoch, wo wir das Schiff fahren. Nein, ich bin dafür, dass wir... Und dass wir noch welche Folgen auf GameTube-Horror und die Leute müssen dann... Nein, ich will noch einen Kanal haben. Wir sollten noch einen Unterkanal dafür haben. Also wenn das Spiel weiter so geht, dann hat es einen eigenen Kanal. GameTube-Wasserspiele. Schauen wir mal, das klingt nicht gut. Ja, stimmt. GameTube-Schiffe. Menschen Game... Ja, egal. MS GameTube. Schnell weg, bevor hier noch mehr Ideen kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.